Warst du glücklich? So, ja, machen wir es einfach nochmal. Und bitte. Warst du eigentlich glücklich? Warst du eigentlich glücklich? Warst du glücklich? Warst du es? Weißt du noch, wie wir in der Küche am Boden gesessen sind? Die Tränen haben gar nicht mehr aufgehört. Du warst schuld. Du hast gewusst, dass es passieren wird. Hast nichts dagegen gemacht. Was fühlst du nicht? Also ich fühle mich erstmal so ein bisschen in der Situation verloren. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Das ist ja gut an sich. Du bist ja verloren. Ach so, dann ein bisschen ein Finden von etwas. Das ist in Ordnung. Und wie war das mit dem Hinsetzen oder so? Oder? In Ordnung, aber wiederholen wir es nicht. Dann, ihr schafft es. Ist ein Prozess, weiß ich, aber wir kommen. Wir machen das. Warst du es? Weißt du noch, wie wir in der Küche am Boden gesessen sind? Die Tränen haben gar nicht mehr aufgehört. Ich habe dich verantwortlich gemacht dafür. Du meintest es nicht so. Doch. Der Schmerz musste raus. Du warst schuld. Du hast gewusst, dass es passieren würde und du hast nichts dagegen gemacht. Würdest du die Jahre davor eintauschen? Eure Freundschaft? Wir waren uns nie wieder so nah. Scheiße, jetzt habe ich sie wieder abgeschnitten. Mhm. Das ist schlimm. Ja, da war schon viel Gutes dabei, finde ich. Mir irgendwie so die Geheimzutat fehlt noch. Es ist schon sehr, sehr anschaubar. Es wird vermittelt. Mhm. Aber irgendwie dieses Sprudeln fehlt. Irgendwie diese eine Sache, dieses eine Ding, was es herausstechen lässt. Ich weiß nicht. Ich glaube euch zu 90%, ich würde euch gerne zu 100% glauben. Mhm. Es ist. Der Schmerz ist vielleicht die Sache, die noch ein bisschen mehr hineingewürzt werden könnte. Ja, ich verstehe, was du meinst. Schmerz ist dabei ja auch, es gibt jetzt so kein Universalrezept, um Schmerz darzustellen. Das ist ja also genau, mal, irgendwie so facettenreich. Ne? Also sag mal so, es ist eher so, geht es so Richtung Rot, Orange oder ist es eher so Blau? Hilf mir. Schwarz. Schwarzer Schmerz. Also doch so tief. Es ist Seelenschmerz. Es geht darum, um Verarbeitung von Sachen. Okay. Dann von vorne. Toi, toi, toi. Und bitte. Was soll dich glücklich? Bitte. Mal geht der auf. Ich will doch nur meine Ruhe. Warst du glücklich? Warst du es? Weißt du noch, wie wir in der Küche gesessen sind am Boden? Hm? Die Tränen haben gar nicht mehr aufgehört. Ich habe dich verantwortlich gemacht. Du meintest es nicht so. Der Schmerz musste raus. Du warst schuld. Ah, worum geht's eigentlich? In dieser Szene. Das verstehe ich nicht. Deine Katze ist gestorben. Ups. Okay, jetzt kannst du damit. Voll traurig. Dahin behauptet er habe die besten Anzüge. Keiner hat so gute Anzüge. Das sagen alle. Nach Österreich. Heute beginnt der Prozess gegen den letzten Monat festgenommenen österreichischen Kardinal, dem die Leitung einer kriminellen Organisation vorgeworfen wird. Währenddessen scheinen Anleger an den Börsen verunsichert von der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, den seit letztem Jahr zu börsennotierten Unternehmen umstrukturierten fünf großen Religionen den Zusammenschluss zu genehmigen. Thank you.
Felix. Servus. Hallo. Servus. Du, geht's dir gut? Ja, ja, alles in Ordnung. Ja, du, ich freue mich übrigens schon auf übermorgen, ja? Das wird sicher lustig. Ah, ja, ja, ja. Ich bin froh, dass ich mal von daheim rauskomme, weil mit Kindern, weißt du, wie das ist. Das ist mir ein bisschen blöd. Du, ich muss schon wieder weg, ein bisschen Stress. Aber mich wirklich freut, dich zu sehen, ja? Ja, ja, bis übermorgen. Alles klar, danke.